Hallo zu einer neuen Ausgabe von Sport Kompakt. Borussias Nummer 1, Marc-André Ter Stegen, hat sich seinen dritten Einsatz im Dress der Nationalmannschaft bestimmt anders vorgestellt. Viermal musste der 20-jährige Keeper im Duell mit dem US-Team unter Jürgen Klinsmann hinter sich greifen, inklusive einem ziemlich sehenswerten Eigentor. Unterm Strich macht das 12 kassierte Treffer auf nur 3 Einsätze in der DFB-Auswahl. Kein Eigentor war dagegen die Vertragsverlängerung von Borussias Sportdirektor Max Eberl bis zum Sommer 2017. Seit 14 Jahren steht Eberl im Dienst der Niederrheiner, erst als Spieler, dann als Nachwuchskoordinator und Sportdirektor. Nach einer soliden Saison 2012-2013 haben sich die Ziele für den Verein nicht geändert. Natürlich wird die Frage kommen, was die Zielsetzung ist. Ich denke, dass wir letzte Saison die Einstelligkeit erreicht haben nach einer fantastischen Saison davor. Das war ein sehr, sehr wichtiges Jahr, was wir erleben durften und mussten auch. Und ich denke, dass diese Einstelligkeit weiter unser Ziel sein muss. Wir bleiben bei der Borussia. Für die ersten Frauen war es der 24. Spieltag. Und nicht nur das sonnige Wetter hat auf der Sportanlage am Haus Lütz am Ende für gute Stimmung gesorgt. Der Aufstieg aus der Regionalliga in die zweite Frauen-Bundesliga ist in dieser Saison nicht mehr zu schaffen. Der zweite Tabellenplatz musste aber dennoch her. Am Sonntag empfing die Mannschaft von Trainer Karl Berger Direktkonkurrent Bayer 04 Leverkusen 2. Bereits zu Beginn der Partie herrschten sommerliche Temperaturen auf dem Grün. Dies war aber weniger der überzeugenden Leistungen der beiden Mannschaften geschuldet, als vielmehr dem guten Wetter. Schleppend und mit wenig Durchsetzungsvermögen präsentierten sich Gast und Gastgeber vor den rund 100 Zuschauern. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Kurz vor dem Pausenpfiff platzte endlich der Knoten. Borussias Aileen Lubrich holte zum Doppelschlag aus und sicherte den Schwarz-Weiß-Grünen die 2:0 Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte waren Borussias Frauen dann nicht mehr zu stoppen. Die Werkself aus Leverkusen bemühte sich um Schadensbegrenzung, was am Endstand von 7:1 nichts mehr ändern konnte. Am 9. Juni gastieren die ersten Frauen zum vorletzten Saisonspiel beim FFC Heike Rheine. Für die Fußballer vom KFC Uerdingen war der Aufstieg in die Regionalliga West schon am 24. April eine sichere Sache. Nun ist es aber offiziell. Der Westdeutsche Fußball- und Leichtathletikverband hat dem Krefelder Verein die Regionalliga-Lizenz für die kommende Saison ohne Auflagen erteilt. Am Spielwochenende 27. 28. Juli hat der KFC seinen ersten Auftritt in der Regionalliga West. Kommen wir zum American Football. Am Wochenende traf die U19-Abteilung des Mönchengladbach Wolfpack auf die Cologne Crocodiles. Bereits bei der ersten Begegnung in Köln kassierten die Rookies eine herbe Niederlage. 34:0. Damit war klar, dieser Gegner würde auch beim Rückspiel alles einfordern. Das Ziel der Wölfe allerdings war klar. Mit einer 0:0-Niederlage würde man sich auf dem eigenen Platz nicht abgeben. Im ersten Quarter sah es noch recht finster für das Wolfpack aus. Doch schon im zweiten Quarter sahen die Gladbacher die Möglichkeit, das Blatt zu wenden. Einige gute Runs, 2 Touchdowns und 2 vergebene Zusatzpunkte sorgten für einen 12:14 Pausenstand. Jetzt war das Spiel wieder offen. Doch was nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte kam, darauf waren die Rookies nicht vorbereitet. Die Gladbacher Defense hielt sich zwar wacker, konnte aber dem schnellen und kraftvollen Spiel der Gäste nichts entgegensetzen. Keine weiteren Punkte für die Wölfe nach der Pause. Mit einem 12:32 trennten sich die Jugend-Bundesligisten am 7. Spieltag der Division West. Was ich zum Spiel sage, ich muss wirklich sagen, es war eine gute Leistung von uns gegen den deutschen Meister, der bisher noch ungeschlagen ist. Es war wirklich ein sehr starkes Spiel, das wir abgeliefert haben. Zwar verloren, müssen wir halt noch weiter dran arbeiten, aber man merkt, dass wir schon Chancen haben, auch jetzt auf die Playoffs. 12 Punkte gemacht gegen die beste Defense, denke ich mal, der Liga. Nicht nur unserer Gruppe, ist auf jeden Fall mit das beste Team aus Deutschland. Und dagegen so eine Leistung abzurufen, Respekt an die Jungs. Mit der jüngsten Niederlage reiht sich das Mönchengladbach Wolfpack in der Tabelle gleich hinter die Kölner Vereine Crocodiles und Falcons auf dem 3. Platz ein. Am kommenden Samstag gastieren die Rookies dann bei den Düsseldorf Panther. Das war Sportkompakt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.